Hallo, ich bin die Dani und heute gibt es wieder ein Avon Beauty Haul. Ich war gerade überlegen, ob das ein XXL Beauty Haul ist, aber nein, es ist ein ganz normaler XL Beauty Haul. Und wenn dich interessiert, was ich mir ergattern konnte an Angeboten, an Produkten, dann bleib doch einfach dran. Dieser Beauty Haul ist aus der aktuellen Kampagne. Das ist die Kampagne 15. Die endet allerdings auch schon. Und die Kataloge für die nächste Kampagne. Hier ist ein Teil, nur ein geringer Teil davon. Ja, das wären dann diese Kataloge. Ab dem 1.12. beginnt dann die Kampagne 16. Und wenn ihr euch diese Kataloge anschauen wollt, dann könnt ihr unten in der Infobox einen Link finden, wo man dann direkt in die E-Broschüre quasi oder in den E-Katalog reinschauen kann. Ja, also man kann da drin rumblättern. Ansonsten, wenn ihr einen Katalog benötigt, sagt einfach Bescheid. Fangen wir einfach an mit den Parfümen. Und zwar habe ich hier ein Parfum bestellt. Das ist das Oud Grandeur Eau de Parfum. Und zwar aus der Artistique-Reihe. Und ich weiß jetzt leider nicht, ist das für die Dame? Ich glaube ja. Es ist eine herrlich geheimnisvolle Komposition aus intensivem Oud-Akkord, würzigen Noten wie Casablanca-Linien, ein luxuriöser Duft, der die Schönheit des Nahen Ostens einfängt, voller Überraschung und Rätsel. Ich habe hier eine Schnupperfläche. Es ist auf jeden Fall ein Parfum, ein Damenparfum, ja. Und es riecht wirklich, sehr gut. Es riecht sehr gut, aber es ist ein etwas schwererer Duft. Aber es ist recht angenehm. Also es ist nicht unangenehm schwer, dass man da jetzt Kopfschmerzen bekommt. Es ist ein schöner, damenhafter Duft mit einer würzigen Note drin. Es riecht wirklich sehr gut. Ich kann es mir auch vorstellen, es selbst zu tragen. Hier haben wir ein Parfum, das ein ganz besonderes Parfum sein soll. Und zwar ist es ein Parfum, welches im Guinness-Buch der Rekorde stehen soll, als meistverkauftes Parfum. Genau. Also das gibt es auch schon lange. Das ist jetzt ein Design, was so ein bisschen aufgepeppt worden ist, aber das Parfum soll es ewig geben und es ist ja ein Duft, der wirklich sehr elegant ist. Ein sehr eleganter Duft, klassisch, legendär und zwar ist es wirklich sehr. Es ist einfach elegant. Also da ist auch nicht so viel Süßes bei. Ja, also nicht so diese Süße, die man so von Parfums kennt. Also dieses Parfum ist wirklich elegant. Ich selbst, ich weiß nicht, also ich kann mir das sehr gut vorstellen für Geschäftsfrauen oder für die Frau ab 30, ab 40 und dann aufwärts. Man muss einfach dran schnuppern, um das selbst zu beurteilen, ob ein Parfum für einen selbst passt. Aber ich finde, es riecht wirklich sehr gut und es ist ja auch nicht ohne Grund das meistverkaufte Parfum. Lucky Me für Sie und Lucky Me für ihn. Lucky Me, das ist ein sinnlicher und spritziger Duft, der sich so spontan entfaltet, wie sich ein Abend voller Glücksgefühle ergibt. Es sind spritzige Champagnernoten dabei und Amber und ein warmer Vanilleduft. Und der ist wirklich sehr, sehr schön. Der gefällt mir wirklich sehr gut. Es ist ein süßlicher Duft, ein sehr weiblicher Duft. Ein mädchenhafter Duft, aber ich würde eher sagen, für so ab 20, 25 kann man den auf jeden Fall tragen. Man kann den auch ab 16 tragen, aber
Nee, ich würde sagen, so ab 18, 20, so aufwärts. Dann sehr, wirklich sehr, sehr schöner Duft. Und dazu haben wir halt das männliche Gegenstück. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das riecht, weil daran habe ich jetzt noch nicht geschnuppert, meine ich. Oh ja, komm her, Schatzi. Das riecht wirklich sehr, sehr gut. Also als Männerparfüm kann ich jedem empfehlen. Es ist nicht zu elegant, aber es ist auch nicht zu süßlich. Es ist ein wirklich sehr schöner Duft auch für den Alltag, für den Mann. Es ist ein würziger, energischer Duft. Genau, Pfeffer. Und Amber ist damit drin. Und zu guter Letzt habe ich hier noch ein Parfum für mich gekauft aus reiner Neugierde. Vielleicht, ja, ich weiß nicht, wie er duftet, aber die Beschreibung fand ich ansprechend für mich. Das ist jetzt kein Parfum, sondern das ist ein Eau de Toilette. Und es ist ein Duft von Rote Beere drin, Frangipani, das ist der Duft, der mich zum Kauf angeregt hat. Und Crème de Chantilly, was immer das auch sein mag. Ich bin gespannt. Dann habe ich mir hier noch ein Geschenk ergattert. Und zwar kann man, wenn man als Beraterin bei Avon arbeitet und einen bestimmten Umsatz gemacht hat, dann kann man sich auch Geschenke abholen. Und bei mir war das unter anderem mit dabei. Und ja, ich mag den Duft. Ich glaube, die Eva Mendes macht für die Yves-Reihe auch Werbung. Und den Duft fand ich auch sehr interessant. Das nennt sich Yves Confidence. Und ich muss mal eben an der Bodylotion schnuppern. Es ist ein fruchtiger Duft mit einer Parfümnote drin, mit einer eleganten Note, aber eher in Richtung fruchtig, fruchtig elegant. Und ja, was da jetzt genau an Duft drin ist, kann ich jetzt so auf die Schnelle nicht herausfinden. Aber ja, ich bin gespannt, also wie sich das auf der Haut verhält. Und ich freue mich natürlich sehr, dass ich das ergattern konnte. Einmal das Parfum, dann einmal das Körperspray und einmal die Bodylotion. Dann haben wir hier eine Reihe, die wollte ich auch unbedingt einmal austesten. Und zwar handelt es sich um die Distillery-Reihe. Das ist eine Reihe aus CBD-Öl, also aus Cannabis. Das ist eine aus Hanföl, genau, aus Hanföl. Und da gibt es jetzt eine Reihe, und zwar ja, eine komplette Reihe mit Cleanser. Einmal haben wir hier den Cleanser, dann haben wir hier ja, eine Tagescreme, dazu noch eine Nachtcreme und dazu gehört ein Gesichtsöl und dazu gehört noch ein Serum und dazu gehört auch ein T-Shot-Puder. T-Shot-Puder, das ist so eine Art, ja, Serum, was man sich in seine Tagespflege oder halt in sein Serum reinmixen kann mit ein paar Tröpfchen und dann ja, verleiht das dem Gesicht so einen gewissen Glow. So habe ich das verstanden. CBD-Öl ist Hanföl, beziehungsweise CBD-Öl ist nur ein Teil der Wirkstoffe aus der Hanfpflanze. Die Hanfpflanze hat mehrere verschiedene Öle, also das, was jetzt nicht berauschend ist, wurde herausgenommen und für die Kosmetikpflege eingesetzt, unter anderem. Und es ist entzündungshemmend, es ist für empfindliche Haut geeignet und es hat wirklich ganz, ganz tolle Wirkstoffe, die, ja, die gerade auch der Winterhaut so, ja, ein bisschen helfen können, sich zu regenerieren, sich selbst zu schützen. Da ist auch ein natürlicher Lichtschutzfaktor mit dran. Und
Ja, ich bin gespannt. Also ich werde diese Reihe auf jeden Fall selber auch ausprobieren. Dann habe ich hier Shampoo und Conditioner von der Techniques-Reihe. Advanced Techniques. Genau, Advanced Techniques. Und zwar habe ich zwei Varianten. Einmal für, das ist diese, für glattes Haar. Ja, für glattes Haar ohne Frizz, genau. Und dann habe ich hier einmal etwas für mehr Haarfülle. Genau, für mehr Haarfülle. Also auch Shampoo und Conditioner. Dann kommen wir noch zur dekorativen Kosmetik. Und zwar habe ich mir eine Palette gekauft. Und zwar ist das diese hier. Das ist die Glowing Gold Avon Eyeshadow Palette. Wir haben hier verschiedene Gold- und Brauntöne, sodass man da ein wirklich schönes Augen-Make-up entweder zu Weihnachten oder halt zu Silvester sich schminken kann oder natürlich für den Alltag. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie die Pigmentierung ist. Außerdem ein Lippentattoo. Das hat mich sehr, sehr interessiert und ich habe es auch schon auf meinen Lippen. Also ich habe es schon ausgetestet. Und zwar ist das ein Stift quasi. Und auf der einen Seite ist ein Fineliner, das heißt, man kann damit die Lippen umranden. Und auf der anderen Seite ist dann ein größeres Stück, womit man halt die Lippen ausfüllen kann. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich würde mal sagen, es ist, also ich finde, ich bin begeistert. Ich würde mal sagen, es ist kein Lippenstift, sondern es ist eher ein etwas, was die Lippen richtig gut einfärbt. Und der Vorteil ist einfach, dass das wirklich sehr, sehr lange hält. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, auch für den Alltag, wenn man so auch alltagstaugliche Farben nimmt sozusagen, ja, dass sie dann auf den Lippen ziemlich lange bleiben und man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwas auf den Lippen hat. Ja, ich finde es eine tolle Idee, das alles in einen Stift reinzupacken. Und ich bin damit wirklich sehr zufrieden. Wirklich sehr. Genau, also kein Kussabdruck, nichts. Ja, und ich denke mal, ich werde mir noch mehr davon holen. Kurz dazwischen eine kleine Info zum Gewinnspiel. Und zwar gibt es auch wieder, wie bei jedem Avon-Video, ein Gewinnspiel und dieses Mal ein Gewinner. Und dieser Gewinner darf sich einen Gewinn aus drei Paketen heraussuchen. Und das erste Paket wären sechs Taschensprays von verschiedenen Düften. Das wäre das erste Paket. Das zweite Paket, das sind Nagellacke. Nagellacke. Das sind verschiedene Nagellacke. Insgesamt sind es 6, 9, 10, 11, 11 Nagellacke. Und das dritte Gewinnset, da habe ich etwas zusammengestellt. Es geht um Pflege. Ne? Also wenn ihr etwas gewinnen wollt, was mehr mit Pflege zu tun hat, dann habe ich euch von Planet Spa. Das ist so quasi meine Lieblingspflegereihe bei Avon, Planet Spa. Und zwar, das ist schon fast ähnlich wie Rituals, würde ich sagen. Nicht unbedingt ganz genauso, aber es geht schon so in die Richtung. Und was noch dazu gehört, ist, zu jedem einzelnen Set bekommt der oder die Gewinnerin das hier. Und zwar ist das hier eine kleine Box. Was tut man in diese Box rein? Lippenstiftproben. Und zwar habe ich dieses Paket hier, das ist von der Goodie Box, das ist ein Schuber, voller Lippenstiftproben. Also das sind wirklich Proben, also sind keine echten Lippenstifte. Doch, das sind echte Lippenstifte, aber keine großen Größen. Es sind kleine Lippenstifte und die kann man nämlich hier rein tun und aufbewahren. Also die sind noch schutzverpackt, da steht auch das Herstellungsdatum drauf, 2020, alles frisch. Und das habe ich mir nämlich auch ergattern können hier in dieser
Kampagne. Und dieses, ja, diese Box gehört zum Set dazu. Je nachdem, was für ein Set ihr gewinnen wollt, kommt dazu noch diese Dose mit den Lippenstiften. Proben. Ihr gewinnen könnt, einfach wie letztes Mal, schreibt einfach in die Kommentare, für welches Set ihr euch entscheiden würdet, wenn ihr gewinnt. Und natürlich ist das ein Gewinnspiel für meine Abonnenten und ein Däumchen nach oben wäre wirklich ganz, ganz toll. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben, abonniert diesen Kanal, wenn ihr Lust dazu habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.